Hallo Leute, willkommen zum zweiten Part in dieser Karriere. Ich konnte eure Vorschläge noch nicht lesen, falls YouTube sie nicht gesperrt hat, weil ich gerade direkt danach aufnehme, es lädt gerade noch hoch. Und ich hab auf jeden Fall ein paar auf die Transferliste getan. Ich meine, ja, ich habe erstmal ein paar Angebote erhalten, habe ich beide abgelehnt, könnt ihr sehen. Wunschliste. Ich habe noch Tio und Nianzu aufgestellt. Ich weiß es nicht, wen ich davon alles holen möchte. Auf jeden Fall möchte ich den hier holen und den hier. Den da, weil Gabriel Selassie jetzt immer weiter runter geht. Musiala, weil wir einen neuen im offensiven Mittelfeld brauchen. Und irgendwie, wenn wir bräuchten halt so noch ein Talent, so, also was ein Talent, einen der Innenverteidiger. Ich werde erstmal beide scouten und dann werde ich einen von denen rauspicken. Den könnt ihr dann abstimmen, wen wir holen. Auf jeden Fall, in dieser Folge gibt es das nächste Spiel gegen Benevento. Okay. Wir rotieren mal durch. Selke kriegt die Schuld, was ist die Schuld? Die Chance. Er kommt rein. Bomb. Agu. Also ich werde jetzt einfach alles durchrotieren, was geht. Also mit allen, den ich so jetzt in der Saison halt plane. Auf jeden Fall werde ich den Kader sehr stark verkleinern. Sage ich jetzt schon. Und ja. Der wird verkauft. Ich kann den zweiten Tor mal ein Spiel geben. Wir simulieren wieder bis zum Ende. Und... ah, schade. Okay, wir haben uns sehr, sehr stark durchrotiert. Nächstes Spiel wird wieder mit unserer Top 11 sein, damit wir das Geld aus dem Vorbereitungsturnier halt noch mitkriegen. Wir müssen jetzt gegen Platz 1 spielen. Das kann jetzt echt kritisch werden. Ich glaube, das werden wir langsam simulieren. Und ja, wir kriegen einen. Wegen Nationaltrainer. Okay. Da, Frieden, AC Florenz. Tut mir leid, aber ich möchte erstmal es nicht abgeben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer passt eurer Meinung nach sehr gut zu Werder. Den kann ich auf jeden Fall auch holen. Warum nicht? Mal schauen. Ich wurde jetzt erst ungern das Spiel dabei. Ich würde jetzt ungern sehr das alles durchspielen, dann, weil wir wollen ja noch das Halbfinale und das Finale spielen, falls wir so weit kommen. Und ich stumme jetzt, ihr könnt es jetzt ansehen. Wisst ihr was? Soll ich eingreifen? Ich meine, warum nicht? Ist wichtig. Ja, ich greife ein. Also, jetzt seht ihr mein allererstes Gameplay. Ich bin nicht der Beste. Oh, was für ein Schmutzpass. Sehr schön. Ihr könnt ja schreiben, ob ich den Kommentator ausschalten soll. Aber erstmal kann ich es so lassen. Wenn es euch stört, sagt mir Bescheid. Ich versuche nicht, also Daily Uploads wird es auf jeden Fall nicht geben. Vielleicht jede Woche zwei Videos oder sowas. Also kommt darauf an, wie viel ich halt am Wochenende spiele. Zack. Zack. Ah, sehr schön, Sergeant. Mir fällt gerade auf, ich sollte mal Anweisungen auch geben. Auch sehr wichtig. Sehr schön. Übrigens, ich habe Handspiel aktiviert, das heißt, nicht wundern. Das ist nicht bei jedem am Anfang so. Also bei gar keinem, das muss man einstellen.
Ihr könnt mir noch schreiben, mit welcher Mannschaft ich noch eine Karriere machen soll. Ich würde gerne Rashica in den Lauf schicken, aber irgendwie läuft, will der nicht laufen. Weil den Antritt hat er auf jeden Fall. Und die Geschwindigkeit eigentlich auch. Schön. Ah, wir führen, ne? Ach, weil ich habe ein Tor geschossen. Komplett los von mir. Bittenkurt, nicht der schnellste. Komm, komm, komm. Jetzt aber Rashica. Lauf doch. Lauf doch durch, Rashica. Wir wissen alle, dass du es kannst. Dann muss es halt so gehen. Sehr schön, einer Mitte. Ich sehe es nicht. Ich schieß mal. Ah, warum? Er war abseits. Schade. Sehr schade. Uff, einer frei. Sehr schön auf Rashica. Rashica geht hinter, legt ab, er wieder in die Mitte, er wieder runter. Bittencourt mit dem Abschluss und Bittencourt kann nicht schießen. Schade. Ich versuche die Videos auf 10 Minuten so ungefähr zu halten. Also, was heißt zu halten? 10 Minuten sind eigentlich schon ziemlich viel zu wenig. Vielleicht mache ich auch mal 15 draus, wer weiß. Aber kommt drauf an. Okay. Let's go. Auf jeden Fall muss ich auf jeden Fall die Anweisungen geben. Bei Rashica Abwehr laufen. Merke ich jetzt schon. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Komm, Rashica, du hast das Antritt. Jetzt bist du mal da. Ah, das war dumm von mir, bin ich ehrlich. Ah, das ist so eine. Eigentlich haben wir einen sehr schnellen Spieler. Gibt es einen schnelleren in der Bundesliga als Rashica? Davies, oder? Aber das war's. Glaube ich. Meiner Meinung nach. Oh, hat funktioniert. Zack, 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 zack. Einfach mal schießen, warum nicht? Ecke passt. Weil Ecke ist wirklich kurz Osako, Selke ein, der kann das nämlich sehr gut. Und M-Bomb darf auch noch rein. Ah, warum kommt Selke nicht nach vorne? Da. Das geht leider zu Bomben. Das wird jetzt sehr dramatisch, wenn er jetzt durchrennt. Oh, ganz, ganz scheiße gerade. Hab ich. Schön. 1-0 würde mir halt reichen, dann würden wir weiter. Und ja. Passt. Jetzt hat. Sprintduell geht leider nicht. Was ist das für ein Scheißpass? Es war ein ganz normaler Pass. Kein
Stallpass, einfach ganz normal. Oh, Klos. Sehr schön. Ah, oh, da ist immer dieser Behindertenanweisung. Aber jetzt mal Platz durch die Mitte. Schön, er ist an die Hand gegangen. Habe ich natürlich gesehen. Osako. Wer da durchkommt. Ganz dünnes Eis. Ah, kein Tor kassieren, sonst sind wir raus. Soll ich Rashica auswechseln? Ich weiß nicht. Ich würde halt gerne noch einen einwechseln. Füllkrug hat noch wenig gehabt in der Saison. Der darf da auch ein bisschen nach vorne. Wir sollten am besten ein bisschen mehr auch noch Torschießen versuchen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Zack, 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 zack. Und da rennen wir durch. Schade eigentlich. Nach dem Spiel wird auch die Folge auf jeden Fall beendet sein. Ich hoffe, wir gewinnen das auf jeden Fall noch. Nächstes Spiel wird einfach nur eine Folge sein, wo ihr einfach nur ein Spiel sehen wird. Ich werde alles erstmal schnell. Ja, nicht gut von mir. Komm, zieh an. Zieh an, Digga. Zieh an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, du. Wieso? Ich kann dich beleidigen. Mitte. Den sehe ich. Auf Bittenkurt. Nehmt ihn, nehmt ihn. Ah, du Hund, Bittenkurt. Nein. Komm. Das hoffentlich fliegen wir nicht aus dem Vorbereitungsturnier raus. Wäre nicht so schön. Aber. Ah. Kann natürlich jetzt ganz schön knapp werden. Letzte Aktion. Wenn die überhaupt noch gegeben wird. Selke, Selke, Selke. Nein! Schön, der ging an die Hand. Wie machen wir das jetzt halt am besten? Am besten, ich spiele zu ihm. Er geht einfach dahin. Was machen wir? Kopfball stärken. Let's go. Bitte. Selke, ah, wohin? Nimm ihn. Noch eine Ecke, okay. Der ist deiner. Nein. 7 Minuten Nachspielzeit, naja, leider. Schade. Sind wir rausgeflogen? Die haben. Wir sind weiter. Warum? Ich schau mal kurz. Hat die andere Mannschaft gerade verloren? Ah. Was? Ich verstehe es nicht. Egal, muss ich auch nicht. Ich glaube. Wir haben ja ein München 1 gewonnen. Vielleicht deswegen. Das letzte, was wir in dieser Folge machen werden, ist noch das Annehmen. Also Leute, bis zum nächsten Mal.